beiden hier haben schon seit einiger Zeit eine Kampagne am Laufen, bei der es um die Verlängerung der Brennelementesteuer geht. Um die geht es uns ja heute auch. Unser Ziel heute ist, darauf aufmerksam zu machen, dass die wenigstens um ein Jahr verlängert werden soll. Ideal natürlich, wenn die bis zum Ende des Atomausstiegs 2020 verlängert wird. Und weil ihr schon eine ganze Weile zu dem Thema arbeitet, würde ich jetzt sagen, Franzi, vielleicht magst du noch mal kurz ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Gerne, ja. Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, dass wir so viele sind. Mein Name ist Franziska Buch, ich bin Energiereferentin am Umweltinstitut München und ja, möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserer gemeinsamen Aktion heute im Namen von Campact, von Ausgestrahlt und vom Umweltinstitut. Heute um 14 Uhr wird hier im Finanzministerium der Arbeitskreis Steuerschätzung seine Ergebnisse vorstellen und Finanzminister Schäuble wird persönlich vor Ort sein und deswegen sind wir heute hier, um ihn an seine Pflicht zu erinnern, Steuervermeidung zu verhindern. Wie ihr vielleicht alle wisst, kämpfen wir schon seit Anfang des Jahres gegen die Abschaffung der Brennelementesteuer. Denn wir sind der Meinung, wer strahlt, der zahlt. Und das soll auch so bleiben, bis alle Atomkraftwerke abgeschaltet sind. Die Bundesregierung hingegen möchte die Brennelementesteuer Ende dieses Jahres einfach sanglos auslaufen lassen und würde dadurch den Atomkonzernen ein Steuergeschenk in Höhe von 5 Milliarden Euro machen. Und das finden wir ziemlich unerhört. Und jetzt kommt es sogar noch schlimmer, denn die Atomkonzerne haben sich einen Trick ausgedacht, mit dem sie auch in diesem Jahr kaum Brennelementesteuer bezahlen würden. Und zwar verschieben sie den Großteil ihrer Brennelementewechsel, die normalerweise routinemäßig im Sommer durchgeführt werden, einfach auf Anfang 2017. Und so umgeben sie eben die Steuer. Und was ist das Ergebnis? Ein großes atomares Haushaltsloch in Herrn Schäubles Steuerkasse. Denn Herr Schäuble hatte ursprünglich über 1 Milliarde Euro Steuereinnahmen aus der Brennelementesteuer für dieses Jahr fest im Bundeshaushalt eingeplant. Stattdessen haben die Atomkonzerne aber nur 350 Millionen Euro bezahlt. Das heißt, im Vergleich zum letzten Jahr sind die Steuereinnahmen bei der Brennelementesteuer um 70% gesunken. Einen so krassen Einnahmeeinbruch hat es bei keiner anderen Steuer gegeben. Genau. Und das zeigt einfach, dass Herr Schäubles Kalkulation eine absolute Luftnummer ist und dass da jetzt unbedingt gehandelt werden muss. Denn das bedeutet eben auch, dass dem Bundeshaushalt wiederum weitere hunderte Millionen Euro für die Finanzierung der Atomfolgekosten fehlen. Und das finden wir gerade jetzt besonders brisant, denn vor etwa 2 Wochen hat die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf beschlossen, mit dem sie die Atomkonzerne aus der Haftung für die immensen Kostenrisiken bei der Atombelagerung entlassen möchte. Das Verursacherprinzip soll in diesem Bereich in Zukunft nicht mehr gelten. Und das würde bedeuten, dass letztlich wir Bürgerinnen und Bürger in Zukunft noch viele Milliarden Euro dafür aufbringen müssen. Ja, also noch unsere Kinder und Kindeskinder müssten dafür bezahlen. Und das, obwohl E.ON, RWE und Co. in den letzten 15 Jahren etwa 50 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausgeschüttet haben. Dieses Geld steht jetzt für die Finanzierung der Atomfolgekosten nicht mehr zur Verfügung. Und deswegen stehen wir heute hier und fordern von Herrn Schäuble keine weiteren Steuergeschenke für Atomkonzerne. Das Steuerschlupfloch in der Brennelementesteuer muss jetzt geschlossen werden. Und ja, um uns jetzt schon mal so ein bisschen einzustimmen, würde ich mich freuen, wenn ihr mit mir mal unsere Forderung an Herrn Schäuble rufen würdet. Und zwar so: Schäuble stopft das Steuerloch, Atomkonzerne, ihr zahlt doch. Und jetzt alle zusammen: Schäuble stopft das Steuerloch, Atomkonzerne, ihr zahlt doch. Schäuble stopft das Steuerloch, Atomkonzerne, ihr zahlt doch. Stopft das Steuerloch, Atomkonzerne, ihr zahlt doch. Schäuble 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 stopft das Steuerloch, Atomkonzerne, eins und go. Steuertrick, abartig, Steuertrick. Ah, der Schein weiß, glaube ich. Der Schein drückt.
eigentlich die Atomkraftwerke ihre Revision und machen sie ihre Brennelemente. Wenn man den Deckel des Reaktordruckbehälters aufmacht, hat sehr viel strahlende Gase entweichen. Und nach der Strahlenschutzverordnung ist es eigentlich ein Minimierungsgebot. Das heißt, man muss die Strahlenbelastung immer so gering wie nur möglich halten. Und wenn man nun einen zusätzlichen Brennelementewechsel rein aus wirtschaftlichen Gründen macht, das haben wir inzwischen auch zugegeben, dann erfüllt das nicht dieses Minimierungsgebot der Strahlenschutzverordnung und bedeutet vor allem auch für die Mitarbeiter im Kraftwerk und für die Anwohner. Wenn wir auf der Website des Finanzministeriums bei den Steuerschätzungen sehen, vermutete Einnahmen in 2016 1,1 Milliarden, tatsächliche Einnahmen 355 Millionen. Die denken vielleicht, der Rest kommt, aber es sind bereits alle Brennelementewechsel passiert, da gibt es dieses Jahr keine Einnahmen mehr. Und trotzdem halten die diese Prognose immer noch aufrecht. Und ja, eigentlich ein Riesenskandal, bisher sozusagen politisch noch nicht. Jetzt die Bewegung zu sagen, also die SPD sagt immer, ja, sie sind für diese Steuer, sie sind auch für eine Verlängerung dieser Steuer. Und es hängt aber an der CDU als Koalitionspartner, und von daher hängt es an Herrn Schäuble gerade. Wenn der jetzt auch sagt, okay, diese Einnahmen sind eingeplant, die wollen wir auch kriegen, also muss die Steuer verlängert werden, dann ist das eine minimale Gesetzesänderung. Das kann man also jetzt in den, es gibt noch jetzt drei Sitzungswochen des Bundestages vor Jahreswechsel, kann man locker noch machen, wenn man das möchte, wenn der politische Wille da ist. Und deswegen glaube ich, ist es sehr gut, dass wir heute da sind und das nochmal öffentlich machen und gerade hier vor Ort, weil es hängt jetzt letztendlich an Schäuble und er sagt, ja, wir wollen diese Einnahmen, die waren eingeplant, wir schenken gerade den Atomkonzern eh schon so viel. Aber das Geld wollen wir noch. Der zahlt. Wer strahlt, 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 der zahlt. Wer strahlt.